Hallo, willkommen in der Galerie Borchert im Hamburger Kontorhausviertel. Mein Name ist Annika Turkowski und ich würde Ihnen gerne heute ein paar Werke aus unserer aktuellen Ausstellung mit Werken von Andreas Amrheim zeigen unter dem Titel Suburbia. Für das Verständnis von Amrheims Werken ist wahrscheinlich wichtig zu wissen, dass er etwas von einem Weltenbummler hat. Gerade auf Reisen lässt man sich hier gerne mal inspirieren. Und genauso macht es auch Amrhein. Ihm ist vor einigen Jahren aufgefallen, dass es Porzellanfiguren überall in jeder Kultur zu finden gibt. Und sie gelten zwar allgemein als zu kitschig, aber sind dann doch ziemlich interessant, wenn man sie auf Leinwand bringt oder auf Papier. Was den Künstler aber besonders dabei reizte, war diese Porzellanfiguren, die halt hyperrealistisch gemalt sind, in einen Kontext zu setzen, der im Grunde gar nicht dazu passt, was ziemlich typisch für Amrhein ist. Also sehen wir einen Gartenzwerg vor einer Landschaft, in der es brennt, in der im Grunde fast so was wie Krieg herrscht. Und genau das ist das Spannende an den Bildern. Also dass die Figuren, die so harmlos und friedlich wirken, so tun, als ob sie in diese Szenerie gehören. Vielleicht gehen wir dann auch noch mal zu einem anderen Beispiel. Auch der Titel der Ausstellung Suburbia mag für einige etwas ungewöhnlich klingen. Aber wenn man genauer überlegt und jeder, der selbst schon mal einen Ausflug nach Amerika gemacht hat, in diese skurrile Welt, wird wissen, dass es genau die Vororte sind, wo sich das wahre Leben vieler Amerikaner im Grunde abspielt. So findet man zum Beispiel, wie auch im Bild Suburbia 2, vor der Kulisse eines Einfamilienholzhäuschens, vor dem stolz geparkt ein Chrysler steht, plötzlich einen romantischen Schäfer mit Wrestling-Maske. Und genau diese Widersprüche sind es, also dieses Friedliche gegenüber dem Bedrohlichen. Damit spielt halt Amrhein auch gerne mal. Dann gibt es natürlich auch immer Bilder, in denen alles irgendwie zusammenkommt und sich auf einer Bildfläche wiederfindet. Die süße Porzellanfigur, die weltbekannte Comicfigur, ein aussagekräftiger, poppiger Titel, das friedliche, idyllische Holzhäuschen, das jeder kennt. Und bei Amrheins Bildern erzählt jedes Bild natürlich so seine Geschichte, die wir auch immer gelesen werden, aber die Richtung ist dabei nicht vorgegeben. Also auch wenn ein Bild manchmal auf den ersten Blick ein bisschen verwirrend wirkt, hat jeder so seine eigenen Assoziationen mit diesen verschiedenen Aspekten und fügt die dann zu seiner eigenen Geschichte zusammen. Und genau das ist auch, was der Künstler im Grunde will. Also er gibt da nicht eine bestimmte Lesart vor. Dementsprechend würde ich mich sehr freuen, wenn Sie selbst mal vorbeikommen und sich zu den Geschichten inspirieren lassen, die diese Bilder zu erzählen haben. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Danke.